starten wir mal die Aufnahme einfach. Und legen eigentlich direkt mal los hier bei Layers of Fear jetzt, den DLC. Ah, genau, da ist der. Einmal kurz ausprobiert und... Einmal laden, bitte. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Oh, ich glaube, wir sind wieder in diesem Haus drin. Ich will dich. Hallo, na? Okay, es gibt eine Taschenlampe. Ja, es ist das gleiche Haus wie früher. Ah, und die gleichen Bilder, wie es aussieht. Ja, es ist das gleiche Haus. Ich erinnere mich vage. Ich hoffe, die Rätsel sind nicht so blöd wie wie im Hauptteil. Ich weiß nicht, soll ich das Spiel ein bisschen lauter machen? Warte mal, Einstellungen. Ne, Sound. Ach ne. Ist eigentlich schon relativ laut alles. Oh, wieder was zum Vorlesen. Oh, geil. Wie war das nochmal? Mein Liebling, ich habe über das nachgedacht, was geschehen ist. Ich habe versucht, es zu verstehen. Liebe, hilf mir. Ich verstehe es einfach nicht. Warum hast du das getan? Hattest du das Gefühl, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt? Sag es mir, verdammt nochmal. Womit habe ich das verdient? Ich habe mein Bestes getan. Das weißt du doch. Ich habe alles, ich habe dir alles gegeben. Du verdammte eingeschüchterte Schlampe. Warum hast du mir das angetan? Ja, ich glaube, das war der Maler dann, den wir gespielt hatten. Ich erinnere mich an den Keller. Hier war das Arbeitszimmer. Genau. Ja, die Frage ist, wo sollen wir hin? Ich will nämlich nicht wieder alles vorwegnehmen. Still life. Mal ist er durchgedreht. Ja, gehen wir erstmal hier gucken. Oh, it reeks in here. Die gute Küche. Die gute Küche. Okay, achso doch. Oh, nee, scheiße, hätten wir noch nicht hingehen sollen. I swear, that dog doesn't shut up! What? Quit looking at me like that. That dog is there for a reason. All right. You can let him out. For now. Okay. Ich glaube, das ist Daddy, der nimmt den Hund und das ist scheinbar eine Waage. Und der wiegt den Hund, aber es könnte aber auch Feuer sein. Eins von beiden ist es. Ich mach mal das Spiel ein bisschen lauter auf meinen Ohren. So, und dann können wir auch schon wieder loslegen. Das Badezimmer waren wir gerade. Was war hier vorne? Boah. This place is a mess. Oh, I can hear you in there.
I'm coming, you furry little bastards! You're not getting away this time! What the hell are you doing in there? Get out! Da hat das Spiel mich doch ganz kurz mal erwischt. Aber wer rechnet auch damit, dass da was runterfällt, weißt du? Okay, da will ich... Ich will noch nicht ins Malerzimmer rein. Wir können in den Keller gehen. Ja, das können wir machen. Auch wenn ich da nicht runter möchte. Ja, das hat mich jetzt nicht so erschrocken wie das andere. Ja, ist alles halt sehr heruntergekommen. Lieber Herr und Frau Kirkstein, ich flehe euch erneut an, mir meine Tochter zurückzugeben. Gib sie mir zurück, 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 bla bla bla, mit freundlichen Grüßen. Alles klar. No, that's not how it went. Maybe... Told you never to come down here. Eigentlich hat die Mutter doch immer Klavier gespielt. Das ist eigentlich die Mutter. Sie versucht Klavier zu spielen und sie sitzt im Rollstuhl scheinbar. Wir wissen ja, dass der Vater psychisch gestört war. Und da vorne ist eine Lampe an. Das heißt, da vorne müsste eigentlich einer leben, aber wir kommen da noch nicht hin. Vielleicht lebt er auch noch hier. Wir wissen ja, dass er noch lebt. Am Ende hat er ja noch gelebt. In seinem Malerzimmer gehen wir immer noch nicht. Also da gehen wir mal nach oben. Tatsächlich, das sieht so aus, als ob hier einer liegen würde. Aber... What's wrong with this thing? So, hier war, glaube ich, das Kinderzimmer, wenn ich mich recht entsinne. Mit den ganz vielen ekelhaften Puppen. Genau, und hier hat er die gemalt, immer und immer wieder. Seine Frau war das, glaube ich. Und hier war das Kinderzimmer. Komplett leer geräumt. Ist das ein Spiel? Was ist das? All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did not dare to. Keep your head straight! Look at me! And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome growl. The witch had unleashed her familiar, the hellhound, the monster. Do you want this story to have a happy ending or not? Oh, God damn it, not again. Fine. Because the princess wouldn't stop fidgeting, she was set upon by the evil witch's minion and dragged off into the darkness, never to be seen again. The end. Schöne Geschichte. Ich finde, er kann gut Geschichten erzählen. My fault. It was always my fault. All I had to do was stay still, day after day, for hours on end, until he would finally get it right. I've lost count of how many attempts there were, but each one made me feel like I was his greatest failure. Ich glaube, sie hat auch Psychosen durch ihren Vater bekommen.
Wahrscheinlich ist sie deswegen auch hier im Haus, um das zu klären. Das Arbeitszimmer. Ich erinnere mich, ruf doch zurück oder rede mit mir, war ja hier. Was wohl jetzt passiert? Oh nein, nein, oder? Okay. Ich will diese Alte nie wieder sehen. Die Frau von dem in seiner Vision. Das ist aber das Arbeitszimmer aus der Sicht von der Kleinen. Kann ich überall hingehen gerade oder? Ist halt die Frage, ne? Okay, gehen wir mal hier lang. Oh nein, ein paar Bücher. Hey there. Oh, come on, don't be afraid. It won't bite. Here, try for yourself. No, no, that's not quite right. Ich habe keinen Plan. Still not quite there. Die Malstifte wahrscheinlich in der Truhe dann. Oh, ja, ich bin groß genug, um da reinzugucken. Kann ich irgendwas umschmeißen? Da sind die Malstifte. So. Okay. Mami? Ach, da oben. Da oben. No. Can't you see the colors? Ah, okay. War das falsch? Kreis, Herz, Viereck, Herz, Dreieck, Stern, Dreieck, Kreis und X. That's actually not bad. Look at you, young lady. It looks like talent runs in the family. Oh, kann ich jetzt wieder Sachen berühren und die schmeißen, fliegen alle wieder weg? Nein, schade. Aber es fliegt einiges mittlerweile wieder rum. Aber umstoßen kann ich leider nichts. Okay, cool, gehen wir mal durch die Tür wieder mal. Bis jetzt noch ein milder Anfang, würde ich mal behaupten. Alles noch easy. Oh. Alter. So ein Drecksköter. Ich fühle mich auf jeden Fall schon wieder unwohl in diesem Game. So. Wo ist da eine Pflanze? Okay. Gehen wir mal weiter. Das ist die Mutter dann drin. Die ja dann verletzt wurde durch das Feuer, weil ich glaube, das war so. Ich kann es aber alles nicht einordnen, wann was war. Alles Melodie.
Also die Tonleitern da mit den Melodien. Okay, ich darf mir jetzt scheinbar aussuchen, wo ich lang möchte. Ich gehe natürlich ins Helle, ist natürlich klar. Komm ich da hoch? Nee. Ist schon wieder Puppen. Okay, das war jetzt nicht so schlimm. Alles, solange es keine Puppen sind. Das X markiert die Stelle. Vielleicht muss ich da irgendwas reinlegen. Oh. Ich krieg Gänsehaut, ey. Warum müssen alle in der Familie einen Knall haben? Ah, das ist Feuer. Ich verstehe absolut nicht, was hier passiert. Schaukelpferd? Bist du es? Auf jeden Fall war das ein guter Vater. Aber alle haben in der Familie irgendwie einen Knall. Das müsste jetzt der Keller sein. Ja, guck mal, das ist die Mutter. Ich glaube, die Flure sind so eng, weil das alles erdrückend für sie wirkt als kleines Kind. Vielleicht interpretiere ich aber auch zu viel hinein. So. Ich konnte doch gerade irgendwas anfassen hier. Streichhölzer. Okay, schade. Schade. Oh, guck mal hier. Das ist ein Teil von unserer Mutter. Also von dem Bild. Aber wir konnten gerade noch nach oben gehen. Gehen wir einfach mal nach oben. Es geht auch noch nach unten, aber nach unten möchte ich jetzt nicht. Der Keller war noch nie eine gute Entscheidung. Boah, meine Nase juckt gerade. Wir sind schon wieder hier. Nee, doch nicht. Vielleicht ist die auch auf Droge, so wie der Vater einfach immer. Okay. Es scheint sich nicht viel zu ändern. Wir können immer weiter nach oben gehen, wenn wir wollen. Wahrscheinlich müssen wir gleich einfach wieder nach hinten, also runter gehen in dem Fall. Das ist sowas wie so ein Kreislauf, den man einfach durchbrechen muss. Das gab es ja schon mal in, im Hauptspiel hiervon.
oder auch nicht. Okay. Scheinbar werde ich einfach nur das Bild aufsammeln müssen. Hätte ich ja endlich weitergehen können. Okay. Was ist diesmal? Okay, die Stühle und alles sind immer noch umgefallen. Da vorne liegt jetzt eine Kerze. Und es brennt hier. Und da ist ein Messer im Ding drin. Und da ist die Mutter. Okay, da war scheinbar jetzt irgendwie gar nichts. Ist halt die Frage. Habe ich es übersehen oder ist es doch eine Etage höher? Okay, aufs Feuer kann ich nicht. Die Kerze hat damit leider nichts zu tun. Oder kann ich die diesmal aufsammeln? Oder irgendetwas? Irgendwas muss ja die Kerze aussagen. Aber es ist so nichtssagend einfach. Das Messer. Und dann einfach das Bild aufschlitzen. Nimm das Messer. Komm schon. Wassereimer auch nicht. Der Stuhl auch nicht. Und nichts mit der Kommode. Gehen wir mal nach unten wieder. Okay, gehen wir nochmal nach unten. Das heißt, wenn wir nochmal nach unten gehen, müsste der Stuhl und der Tisch dann wieder heile sein. Oder gerade erst kaputt gegangen sein. Aber die Kommode ist auch schon so kaputt, das heißt... Okay, gehen wir einfach noch einmal nach unten. Ne, okay, das ändert sich alles nicht mehr. Das bedeutet, dass ich hier das irgendwie das Rätsel lösen muss. Die Frage ist, wie. Irgendwie passt hier gar nichts. Es muss was mit dem Bild hier zu tun haben, aber es funktioniert irgendwie nicht. Okay. Damit haben wir das Bild der Mutter komplett. Das heißt, wir müssen noch einmal wahrscheinlich nach oben. Es ist schon wieder alles so nichtssagend von den Rätseln her. Also so storymäßig, was genau das bewirken soll und was das bedeutet. Dass man erst alles nach und nach herausfindet. Wie als man mit dem Maler die Haut eingesammelt hat und das Blut. Ich wusste es. Er ist hier. Er ist wieder da. Ich will nicht zu dem. Okay, da ist ein Schlüssel nötig. Thank you.
Das ist, glaube ich, die Geschichte von den Wölfen, die der Vater gerade erzählt hat. Ich vertraue dem Ding nicht. Cool. Das heißt, das haben wir auf der Seite abgeschlossen. Jetzt sollen wir wahrscheinlich auf die andere Seite dann gehen. Oder kann ich einfach nochmal hier hingehen und sagen, yo. Ich vertraue keinen Puppen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Sieht aus wie so eine Plastiktorte einfach. Aber ich kann irgendwie nichts machen. Ich kann nicht an den Dock gehen. Okay. Nächstes Rätsel. So. Oh nein. So, und jetzt kann ich da hoch. Nimm den Ball, genau, nimm den Ball. Ich find's gut, dass sie einfach ihrer Puppe vertraut. Okay, es gibt zwei. Holen wir uns den Kuchen. Are you out of your mind? What? You said there was gonna be a party. I just started a bit early. Whoops.